Hi, ich bin Mareike von Team Streber. Ich erstelle Webseiten, die verkaufen. Das mache ich übrigens schon seit 2017. Ich arbeite vorwiegend mit solo-selbstständigen Freiberuflern, kleinen, erfolgreichen Unternehmen. Ich kenne die Herausforderungen meiner Zielgruppe inzwischen ziemlich gut. Da gibt es keine Marketingabteilung, wo man irgendwas mal abgeben könnte. Die haben auch kein Budget für eine Agentur, die den eigenen Content erstmal strategisch entwickelt und dann natürlich operativ auch erstellt. So funktioniert das nicht. Da müssen wir selber ran. Und deswegen habe ich inzwischen auch schon das dritte Buch veröffentlicht. Eins habe ich euch heute mitgebracht. Content ist übrigens hier das Stichwort. Es geht um Podcasts, die verkaufen. Und da habe ich euch heute 3 richtig gute Tipps mitgebracht, wie ihr wirklich euren Podcast nochmal so auf die nächste Stufe heben könnt. Nutzt deinen Podcast so, wie er gedacht ist, nämlich als Verkaufskanal. Das ist was, was ich wirklich immer wieder sehe, wenn Kunden zu mir in die Strategie-Session kommen und sich wundern, Mareike, warum habe ich denn keinen Traffic auf meiner Webseite? Ich habe doch jetzt einen Podcast und ich habe auch schon so viele Folgen und es kommen immer noch keine Leute und der wird auch nicht so oft gehört. Ja, aber ein Podcast ist halt auch kein Traffic-Kanal. Ein Podcast ist ein Verkaufskanal. Und das hat was mit den Rahmenbedingungen zu tun, in denen wir einfach arbeiten. Traffic-Kanäle sind vor allen Dingen Kanäle auf Suchmaschinen. So ist es zumindest im Moment der Fall. Inhalte können auf Google, und das ist jetzt die größte Suchmaschine für den deutschen Markt, auf Google gesucht und gefunden werden. Und zwar alles, was du bloggst und alles, was du schreibst, das kann auf Google gelesen, gesucht, gefunden werden. Und Video ist auch ein Traffic-Kanal. Alles, was du an Videos auf YouTube hochlädst, nur YouTube, kann auf Google gesucht, gefunden werden und am Ende dafür sorgen, dass auch Traffic auf deine Webseite kommt und so neue Leute dich entdecken, neue Leute deine Produkte, deine Dienstleistungen entdecken. Warum ist das so? Warum gilt das nicht für Podcasts? Weil in Deutschland gelernt ist, wenn ich was suche, gehe ich zu Google. Und Google hat ein Geschäftsmodell, die wollen Geld verdienen, bedeutet, die zeigen nur die Sachen, an denen sie mitverdienen. Also das heißt, die zeigen gute Suchergebnisse, wo die Leute im Chrome-Browser bleiben. Das sind die Blogartikel. Und die zeigen natürlich tolle, hilfreiche Videos, die auch auf der eigenen Plattform sind. Google und YouTube gehört ja zusammen. So, bedeutet, das sind die Sachen, die gefunden werden. Mit Podcast weiß man noch nicht, wo die Reise hingeht. YouTube versucht ja gerade Videopodcast irgendwie. Das ist aber meines Erachtens nach jetzt noch nicht in trockenen Tüchern. Und Google hat überhaupt kein Interesse dran, Podcasts zu featuren, wo die Leute dann auf eine andere Plattform gehen, wo am Ende des Tages Spotify, größte Plattform für Podcasts im Moment auf dem deutschsprachigen Markt, an den Werbeeinnahmen verdient. Die wollen die Leute, wenn sie sie schon auf eine andere Plattform schicken, zu YouTube schicken, da verdienen die selber an den Werbeeinnahmen. Podcast ist keine Traffic-Plattform. Da kommen keine neuen Leute her. Das ist nicht gelernt, dass die Leute in irgendeiner Art und Weise zu Spotify gehen und da ihre Probleme eingeben oder so. Podcasts, ja, man kann die auch suchen und finden, aber das ist zu nischig. Das hat sich noch nicht durchgesetzt. Die Leute gehen zu Google und suchen erstmal da. Was unfassbar gut funktioniert, ist, wenn du einen anderen Traffic-Kanal hast, also wenn du schon mal irgendwo Werbung schaltest, wenn du Blogartikel hast, die gut laufen und dann die Leute, die dich ohnehin schon kennen, wenn du die dann auf deinen Podcast schickst. Das funktioniert an jedem Tag der Woche. Die gehen dann in deinen Podcast. Der Podcast ist so ein bisschen wie so ein gemütliches kleines Café, wo du dich mit denen hinsetzen kannst. Da könnt ihr mal einen Schnack halten. Ihr könnt Vertrauen aufbauen und so. Und wenn die lange genug in deinem Podcast zugehört haben, dann sind die durchaus auch bereit, mal ein größeres Sümmchen bei dir zu investieren. Also so zum Beispiel kann man unfassbar gut kalte Kontakte anwerben, um dann, ich sag mal, höherpreisig auch Dienstleistungen, Coachings, sowas zu verkaufen. Das funktioniert super.
Nutz nicht nur deinen Podcast als das, was er gedacht ist, nämlich Verkaufskanal. Also da arbeitest du ja mit den Stärken dieses Kanals, sondern arbeite auch mal mit deinen eigenen Stärken. Und das ist was, was ich, muss es hier nochmal zeigen, auch im Buch so geschrieben habe und wo ich wirklich extrem gutes Feedback zu bekommen habe. Es gibt kein richtig oder falsch in der Art und Weise, wie du deinen Podcast produzierst. Du darfst regelmäßig veröffentlichen und regelmäßig produzieren. Du darfst aber auch unregelmäßig veröffentlichen und unregelmäßig produzieren. Ist erlaubt. Du musst dich nur einmal zumindest vorläufig entscheiden und das auch so ein bisschen kommunizieren, damit für alle Beteiligten klar ist, wie hier der Hase läuft. Wenn du jemand bist, der gut in Sprints arbeitet und thematisch so am Blog, dann überleg doch mal Staffeln zu veröffentlichen. Dann überleg dir so Themenfelder, auf denen du gut arbeiten kannst. Konzipier mal eine Staffel fertig, nimm 5, 6 Folgen auf und dann kannst du die als Staffel raushauen, machst einen Cut, kannst wieder Kundenprojekte abarbeiten, um dann zu sagen, alles klar, da kommt dann die nächste Staffel und so weiter. Das ist völlig fein, das ist überhaupt kein Problem. Ist genauso in Ordnung, aber auch regelmäßig zu veröffentlichen und auch entsprechend regelmäßig zu produzieren. Also zu sagen, du veröffentlichst einmal die Woche und produzierst deine Podcast-Folge halt auch einmal die Woche. Wenn dir das leichter fällt, immer so dran zu bleiben und dieses Momentum zu nutzen und einfach so immer einen ähnlichen Ablauf zu haben, ja, dann mach das doch. Das ist doch völlig in Ordnung. Und jetzt kommt das Geile, was, also wo das ist das, worauf ich im Buch wirklich viel, viel Rücklauf gekriegt habe. Produktion und Veröffentlichung hängen nicht zusammen. Nur weil du einmal die Woche veröffentlichst, heißt das nicht, dass du einmal die Woche produzieren musst. Du darfst Sprints machen und einmal im Monat 4 Podcast-Folgen aufnehmen und die dann wöchentlich raushauen. Funktioniert aber auch anders. Du darfst auch sehr gerne regelmäßig deine Folgen aufnehmen, die aber am Ende des Tages als Staffel veröffentlichen und dann, während die Staffel sozusagen beendet ist, schon wöchentlich anfangen, deine nächste Staffel zu produzieren, um da einfach Druck rauszunehmen und dir so Phasen zu ermöglichen wie Urlaub, größere Projekte mit Kunden, wo du einfach nichts links und rechts sonst machen kannst. Das eine und das andere darf getrennt voneinander betrachtet und entschieden werden. Nutze KI da, wo es dich auch wirklich weiterbringt und zahl da auch gerne Geld für eine Abkürzung. Aber nutze es nicht einfach nur, weil es gibt. Zeig dir mal, was ich meine. Also ich mache meinen Schnitt inzwischen nur noch mit Descript. Das ist ein Tool, das wirklich ganz anders arbeitet als andere, ja, Schnittprogramme. Ich lade hier meine Audiodatei rein und dann sehe ich hier unten mein Audio-File und sehe aber direkt hier das Transkript. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dahin klicke, dann geht das auch hier hin. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich will diesen Satz rausschneiden, dann lösche ich den weg und zack, ist das rausgeschnitten. Und das ist eine KI, die bringt mich so richtig weiter. Wohingegen, wenn ich mir da dann teilweise Tools anschaue, wie zum Beispiel Cast Magic oder so, das mir verspricht, es nimmt meine Podcast-Folge und erstellt mir daraus automatisch einen Blogartikel, Shownotes, dies, das, habe ich auch ausprobiert, fand ich ultra schlecht. Also ist definitiv nicht die Qualität, die ich meinen Zuhörern und vor allen Dingen meinen zahlenden Kunden präsentieren möchte. Sowas erinnert mich tatsächlich eher an die Tools, die auf einmal irgendwie alle aus dem Boden geschossen sind, wo du auf einem Social-Media-Kanal was posten kannst und auf alle anderen kannst du denselben Kram dann verteilen. Hat auf die Kanäle überhaupt nicht gepasst, aber hey, raus. Mehr ist mehr, hat überhaupt keine Qualität, zeigt auch, dass du dich da im Detail überhaupt nicht drum kümmerst, aber komm, drauf geschissen, viel hilft viel. Ich höre von den Tools nichts mehr. Könnte vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass das nicht so gut funktioniert hat. Und ich sehe, das System ist hier ein ähnliches. Also ich sage echt, lieber in Tools investieren, die mir da was wegnehmen, wo mir es auch, also da was mich unterstützen, wo es mich auch wirklich weiterbringt. Aber nicht,
mit aller Gewalt die Abkürzung gehen wollen und dann Scheiße veröffentlichen. Das einfach nicht machen. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen aus den Tipps. Und falls da noch Bedarf besteht, vielleicht einfach nochmal hier reinschauen. Gibt's auf teamstreber.de. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.